So, die S-Bahn auf der anderen Seite steht. Ein gutes Stück Glück, diesem Ereignis beiwohnen zu können. Bin jetzt mal gespannt, wie lange das dauert. Könnte noch etwas dauern, wahrscheinlich gibt es hier Randale. Das ist typisch für dieses Viertel, Altona Nord, ein Randale-Viertel, obwohl, vielleicht auch nicht. Altona Nord hat die Form einer Pommdöner-Tüte und ist der obere Zipfel der ehemals enormen Stadt Altona. Nach dem Kriege wurde dieses Viertel selbstständig, gehörte es doch davor einfach zu Altona Altstadt. Die Stresemannstraße, das BIP, die Bühne im Bürgertreff, ist da, wo ich so manchen Auftritt hatte. Die neue Flora, der Quatsch-Comedy-Club natürlich und die Wohnung meines alten Freundes Amü. Gut, es tut sich nichts, derweil kann ich einmal durch den Tunnel. Den kenne ich auch nur über meinen Arbeitskollegen, der mich mal durchgeführt hat. Den habe ich sonst nie gesehen und er meint, hier könnte man sehr schöne Krimis drehen. Na, ich. Schöne Gegend. Aber ich glaube, ich bin hier auch auf der Stadtteilgrenze. Kann das sein? Auf dem Gelände von 220 Hektar Größe befinden sich in der Haubachstraße die Geschäftsstelle meines Arbeitgebers und gegenüber die Holstenbrauerei, welche mittlerweile dänisch unterwandert ist. Der Bahnhof Diepsteich ist im Norden zu finden, also tiefer See, der in den nächsten Jahren anstatt dem Bahnhof Altona zu einem Fernbahnhof umgerichtet werden soll. Die Bahn steht immer noch. Vielleicht sind die Gleise auch blockiert. Nein, jetzt fährt sie los. Also. Das war vielleicht eine tolle Geschichte. Im Süden ist der Bahnhof Altona und im Osten an der ehemaligen Grenzstelle, wo jetzt ein Kiosk steht, also einst eine Grenze nach Dänemark, gibt es den Bahnhof Holstenstraße. Die Linien S11, S21, S31 und A1 zuweilen durchfahren diese Haltemöglichkeit. Auch hier regnet es gern viel und oft. Aber auch das kann Schein sein für 22.000 Einwohner.